Herzlich willkommen zu Unterwegs in der Saar 20. Ich zeige euch heute das Schwaberhaus. Hier wurde zum Ende des 17. Jahrhunderts eine Gastwirtschaft Goldenen Engels errichtet. Das markierte den Beginn der Bautätigkeit für die Neustadt in Dessau. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Vorgänger des Schwaberhauses und der benachbarten Häuser abgerissen. Das heutige Schwaberhaus wurde 1826 erbaut. Der Baumeister Wilhelm Korte entsprach mit seinem Stil dem altdeutschen Stil den Fürsten. Er errichtete eine hölzerne Galerie im Innenhof. Das Schwabehaus ist ein Fachwerkhaus. Samuel Heinrich Schwabe erwarb 1829 das Haus und ließ im Dachstuhl ein Observatorium für astronomische Beobachtungen errichten. Nach seinem Tod blieb das Haus in der Familie. 1945 wurde das Haus kaum zerstört. Zum Teil wird gastwirtschaftliche Räume bis heute noch genutzt. Da seht ihr mal das Schild von Samuel Heinrich Schwabe. An diesem Fenster stand er wohl auf. Letzter Mieter zog jedoch 1978 aus. Nach Jahren der Verwahrlosung zeige ich euch jetzt auch zwei Fotos von damals und jetzt. Nach der Verwahrlosung drohte Mitte der 90er Jahre der Abriss. Mit Gründung des Vereins Schwaberhaus e.V. retteten sie das Haus. Das war jetzt wieder Unterwegs in der Sau 20 für euch. Ein bisschen kurz. Aber ich zeige euch ja diesmal noch nur ein Haus, ne? Schönen Sonntag noch. Tschüss.